Mal wieder aus Peaceful. Ja, ich war gerade in meiner Let's Show Welt und habe da ein bisschen rumgearbeitet, rumgetüftelt, rumprobiert. Und ich wundere mich schon, warum hier keine Monster kommen. Ja. Da braucht man sich ja dann nicht wundern, wenn man die Monster ausgeschaltet hat. Muss ich mir einfach mal angewöhnen, dass ich das einfach immer wieder zurückstelle. Aber in der Let's Show Welt habe ich in letzter Zeit auch so das ein oder andere zu tun. Da teste ich auch schon mal so das ein oder andere Vorhaben. Und daher weiß ich nämlich auch schon, wie so das ein oder andere Projekt aussehen wird, wie lange ich da ungefähr für brauchen werde. Und deswegen würde ich mir einfach mal wünschen, wenn ihr mir da einfach mal unten in die Comments schreibt, was ihr denn so überhaupt davon haltet, vom Bauernhaus. Oder welches Projekt euch vielleicht noch interessieren würde, so wie ein Leuchtturm oder eine schicke Luxusvilla oder sowas. Ne? Also, wie gesagt, ich mache das, was ihr von euch von mir wünscht. Insofern sich das Ganze halt eben machen lässt, aber schreibt es einfach mal in die Comments rein. So, und die Schlaumeier hätte eigentlich auch hier oben gleich hergehen können, glaube ich. Aber ja, ich bin halt manchmal ein klein wenig unkoordiniert. Muss ich ja so gestehen. So, hier hängen wir auch noch mal eine Fackel dran. Ach so, da haben wir doch noch Stickies mit. Ich dachte gerade schon. So, zack. Jetzt haben wir keine Stickies mehr, aber ich hoffe mal, wir brauchen sie auch nicht. So, Fackeln haben wir auf jeden Fall genug. Ich hoffe, wir haben auch noch Spitzhacken genug. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich gerade hergegangen bin. Ich glaube hier unten. Wenn ich das so richtig sehe, ja, das sieht richtig aus. Da sind schon irgendwo die freundlichen Spinnen. Ja, da unten haben wir sie doch. So, jetzt kommt es auf jeden Fall hier schon mal nicht mehr hoch. Weiß ich nicht. Wo bist du, Spinne? Wo bist du? Komm, ich will dir einen auf den Schädel hauen mit meiner Steinkeule. Wo bist du? Wo bist du? Ah, das dauert mir jetzt erst ein bisschen zu lange. Können wir gleich immer noch. Hat die sich jetzt gerade wirklich selbst umgebracht? Also das sind doch momentan so ein paar kleine hohe Sachen im Minecraft. Ich baue euch doch mal lieber das Ganze zu. So, die ganzen Items nämlich auch nicht da durchfallen. So. Zack und zack und zack. Ach ja, und ich habe mal wieder keine Gesprächsthemen vorbereitet. Ja. Ich weiß, ich bin manchmal ein wenig vergesslich und habe einfach nicht dran gedacht, was kann man jetzt so machen? Nicht du blöder Bogenschütze. Dann hast du doch gerade die Spinne umgebracht, ne? Davon ist wieder ein Marvin. Ne, Marvin? Was machst denn du hier? Na komm, Marvin. Komm, ich erlöse dich von deinem Leiden. Also irgendwer schreckt mich immer das Geräusch von diesen komischen Dingern. Ich weiß nicht warum. Wir sind ganz nah an einer Höhle. Ja, ich bin mal gespannt, wo diese Höhle sich denn hier befindet. Weil ich glaube, damit ist nicht die hier gemeint, weil diese ist mir dafür etwas zu klein. Aber ich glaube, hier vorne geht es weiter. Ich höre doch schon wieder diese unangenehmen Gesellen. Die versuchen uns jedes Mal in den Hintern zu treten. So, zack, zack. Und die nehmen wir jetzt auch noch mit. So, irgendwo war hier doch noch Eisen. 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 Hallo? Eisen. Ja, ich bin heute mal. Ach hier. Ich bin mal wieder ein klein wenig verpeilt. Ja, das ist ja bei mir nichts Neues. Das kennt ihr ja mittlerweile von mir. Diese Verpeiltheit. Das ist ja nichts Neues mit mir. Dass ich ständig sehr verpeilt bin. Und ich glaube, wir haben doch soeben unseren Dungeon gefunden. Den ich soeben erwähnte. Ja, toll, hat ja sehr gut funktioniert, was ich vorhatte. Eigentlich wollte ich mir jetzt unbemerkt da vorne vorbeigraben.
Das war knapp. So, auch ein Schweinesattel haben wir schon gefunden. Ich hoffe, dass man demnächst nochmal andere Tiere reiten kann. Es gibt ja schon Mods dafür, zum Beispiel den More Creatures Mod, dass man auf Pferden reiten kann dann. Aber ja, das ist auch, soweit ich weiß, der einzigste. Ich fände es doch mal sehr witzig, wenn man auch auf anderen Tieren reiten könnte als nur Schweinen. So, jetzt nehmen wir einfach mal hier den grünen Moosstone mit. Den finde ich eigentlich immer sehr schön, wenn man irgendwelche Gebäude alt aussehen lassen will. So, zack und zack. Und ich wollte doch sagen, es hörte sich verdächtig nach Dungeon an. Reicht das Licht etwa nicht mehr aus? Immer diese Gruselmusik hier. Ich hasse es. Nein, eigentlich hasse ich es nicht. Ich mag lieber Gruselsachen als irgendwelche Schmuselsachen. Gebe ich ja zu. Deswegen habe ich auch schon als weiteres Let's Play geplant, habe ich es geplant, Alan Wake zu spielen. Was ja demnächst auch als PC-Version rauskommen soll. Ist ja bereits auch schon auf der Konsole eine Ewigkeit draußen. Und ja, das Spiel finde ich an sich nicht verkehrt und das würde ich doch gerne dann auch mit euch zusammen spielen. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Weil ganz ehrlich, ich habe es jetzt auch selbst noch nicht gespielt. Ich habe nur sehr viel schon davon gehört. So, das müsste aber reichen. Und nach dem, was ich gehört habe, hörte sich das Spiel sehr gut an. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Deswegen schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe nämlich auf dem Kanal, habe ich jetzt einfach mal verlinkt, so was ich geplant habe, was ich spielen wollen würde mit euch. Und ich hoffe mal, dass wir das einfach auch so machen können. Aber wie gesagt, das hängt halt von euch ab, ne? Wenn ihr sagt, da haben wir sowieso keinen Bock drauf, dann würde ich das Ganze auch nicht machen. Weil dann lohnt sich das halt nicht, wenn ich da sowieso keinen mit erreiche. Ne? Das ist sowieso blöd. Vor allem, dann geht nämlich auch Uploadzeit für andere Folgen, zum Beispiel für Minecraft oder ähnliches drauf. Und wenn ihr sagt, nee, da haben wir sowieso keinen Bock drauf, das kannst du in deiner Freizeit spielen, aber nicht mit uns, dann würde ich das natürlich auch verstehen. Und würdet euch natürlich auch respektieren. So, und jetzt weiß ich nachher noch nicht mehr, wo wir herkamen. Kann mir jeder sagen, was er will. Wo bist du? Na toll, und jetzt kommt Kuschelmusik, wisst ihr? Ist ja immer so. Erst jagen sie einen ins Boxhorn und danach ist wieder alles schön. Und doch ist hier irgendwo ein Dungeon verborgen. Das weiß ich ganz genau. So genau, wie ich weiß, dass wir heute Sonntag haben. Ja, meine Freunde. Nein, wir haben natürlich nicht Sonntag. Aber, ne, das kann man ja mal so sagen. Nein, wir haben heute den Samstag. Und zwar den Samstag, den 24.12. Einen sehr schönen Tag übrigens. Ja. Bei mir scheint gerade eigentlich, ja, so annähernd die Sonne. Was zwar nicht so ganz weihnachtlich ist, aber es ist okay. Es ist besser, als wenn man sich den Hintern draußen zusammenfriert. Ja, zusammenfriert, das wollte ich sagen. So, zack, zack, zack. Und dann gehen wir erstmal wieder hierher. Und gleich gibt unsere Spitzhacke den Geist auf und wir haben keine neue mit. Natürlich. Als wäre es jemals anders gewesen und ich hätte mir etwas Rohstoffe mitgenommen. Das wäre ja was ganz Neues. So, zack und zack. Zack und zack. Habe ich da oben gerade einen Marvin gesehen oder war das die Kohle? Nein, das war die Kohle. Gut, das war die Kohle. Die Kohle, die unter uns liegt. So, und weiter buddeln, somebody. Dupdi dupdi du.
Ach ja, ich muss mir für solche Folgen einfach echt mal was ausdenken. Weiß ja nicht, ich könnte euch jetzt natürlich eine Ewigkeit davon erzählen, wie ich den Facebook-Kanal gemacht habe. Oder ich könnte mich die ganze Zeit darüber ärgern, wie langsam eine Internetverbindung ist. Aber es ist auch nicht wirklich besser. Also weit runter kommen wir nicht. Entweder kommt die Spinne zu uns. Aber wie komme ich zu ihr? Ja, das war's schon. So, Eisen, Eisen und Kohle und Kohle und Kohle, 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 Kohle. So. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Und was machen wir hier überhaupt? Da ich sagen würde, da meine Spitzhacke sowieso nach diesem Eisen hier wahrscheinlich den Geist aufgibt oder gleich schon mittendrin, glaube ich, gehen wir erstmal zurück. Verdrückt. Und werden schon mal die Sachen, die wir haben, in Sicherheit bringen. Und mit neuer Spitzhacke werden wir dann wahrscheinlich gleich zurückkommen. Wenn ich denn diesen Weg aus dieser vermaledeiten Höhle gefunden habe. Zack und zack. So. Ach, da ist auch noch Eisen in der Wand, ne? Das ist, glaube ich, die Stelle, wo ich es gerade gesucht habe. Aber es, ne. So, und weiter geht's. Ja, hier habe ich irgendwie ein paar Fackeln zu viel verbaut, aber egal, wir haben es ja. Wir haben ja Fackeln genug. Kommen wir da oben eigentlich auch her? Hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Da geht's noch runter. Wo kamen wir her? Ich weiß es doch nicht mehr. Wo kamen wir denn her? Ach, nein. Da schon mal definitiv, nicht. Kamen wir hierher? Es geht auf jeden Fall nach oben. Ja, und ich glaube, hier kamen wir auch her. So hier rüber. Nein, nicht hier rüber. Ich glaube aber hier runter, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, und dann nach vorne durch. Das ist, glaube ich, der Weg gewesen. So, und dann hier rum. Dann hier vorne durch. Und dann da vorne irgendwo, gleich hoffe ich mal wieder rum. Ja, hier. Und dann zurück und dann sind wir ja auf dem alten Weg. Puh, das war jetzt aber schon, nah vorm Verlaufen. Ich überlege gerade, was brauchte man noch mal für einen Kompass? Also man braucht auf jeden Fall Whetstone, aber ich meine, brauchte man noch Gold? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Eisen? Brauchte man Eisen für den Kompass? Also rein physikalisch brauche ich Eisen, aber ich brauche auch keinen Whetstone. Also es, ich weiß es gerade nicht. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal ins Haus und safen unsere Sachen. So, zack, 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 zack. Die Truhe auch erstmal hier ran. Und den Cobblestone auch so. Truhe kann ich eigentlich auch hier schon mal wieder aufbauen. So, und jetzt nehme ich erstmal alles, was rohstoffmäßig ist, hier raus. Ja, Kohle sehe ich auch mal als Rohstoff erstmal an. Das und das. So, ja, Holz, 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 Holz. Holz lasse ich, glaube ich, erstmal hier in der Kiste drin. Oder ach, mache ich hier erstmal Baumaterialien ran. Das ist kein Baumaterial.